bin nach wie vor auf der Ravensburger Spielt auf dem Festival und ich bin hier bei der Nintendo Stand, bin hinter den wundersten Nintendo Bully. Schaut das mal an, hier zum Beispiel Nintendo Switch und Pikmin, der sieht erst so wild aus. So, und wie ihr gerade schon gesehen habt, ich könnte Super Mario Bros. Wonder anspielen und oh mein Gott, hat das Spaß gemacht. Ich wusste es gar nicht, dass man hier einfach so eine Vorab-Demo spielen kann. Ich dachte, es sind nur bereits veröffentlichte Spiele wie im Pikmin 4. Switch Sport, Mario Kart, das kann man ja alles spielen, das ist auch zwar ein bisschen im Hintergrund, aber eben auch Super Mario Bros. Wonder. Und oh mein Gott, war das eine coole Demo und hat Spaß gemacht, die anzutesten. Ich habe das erste Level gespielt, was man auch aus den Derricks und Trailern kennt, wo man zum Elefanten wurde und zuerst halt ein paar Sachen aus Elefanten zerstören könnte, wurde das Item eingefühlt und dann hat man eben auch so eine von diesen Wunder-Seeds bekommen und wurde dann eben diesen LSD-Modus in Anführungsstrichen gebracht. Indem man dann Joyce Duran angefangen hat zu bewegen, ihr habt es ja gesehen. Und ich bin so happy und finde es so krass, dass es einfach, dass ihr anspielen könnt. Ich sage, ich habe gar nichts damit gerestet, hat aber sehr viel Spaß gemacht und fand es cool, dass ich angespielt habe. Also, falls ihr mal Boss Wonder anspielen wollt, hier geht es eben bei einem Stand als Vorabversion und ich fand es sehr cool, dass es konnte. Und ja, fand es cool, dass es auf den Würfeln hat mir sehr viel Spaß gemacht.